Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar mit den One Piece Spoilern zu Kapitel 926. Wie immer werden sie euch präsentiert vom Pirate Board. Wir sehen einige Leute, die Samurai zu sein scheinen oder das Zeichen des Kozuki-Clans tragen. Kehrt der Kozuki-Clan zurück? Eventuell ist dies eine Schlagzeile in der Zeitung, das ist nicht ganz so klar aus der Übersetzung herauszulesen. Also können wir so langsam davon ausgehen, dass die Allianz langsam immer und immer wuchtiger wird. Nami und ein weiblicher Ninja schleichen sich irgendwo rein. Es ist die Frage, ob das wieder ein anderer weiblicher Ninja ist oder ist das Shinobu? Und die Frage ist, wo zur Hölle wollen die denn überhaupt hin? Ich meine, die werden sich ja wohl nicht gleich nach Onigashima einschleichen. Aber vielleicht ja in Richtung Shogun. Vielleicht hat ja Robin irgendwas rausbekommen und die wollen jetzt mal doch nachschauen. Ruffy und Kid wurden dazu versklavt, Steine zu schleppen. Obwohl sie Seesteinhandschellen tragen, schleppen sie ziemlich viele auf einmal. Auch wetteifern die beiden beim Mittag. Okay, Wano Kuni wurde ja so langsam immer ernster. Und ja, jetzt kommt wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Blödelei ins Kapitel rein. Wenn die ein bisschen wetteifern beim Mittag, dann heißt es vermutlich beim Essen, da wird Kid sowas von keine Chance haben. Aber es ist schon mal ganz cool, dass die nicht gleich sofort eine Allianz schließen, sondern jetzt erstmal wieder hier ein bisschen herumblödeln und hey, ich werde Piratenkönig, nein, ich werde Piratenkönig, bla 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 bla. Ein Nilpferdwächter, also wahrscheinlich Hippoman, wird daraufhin wütend und verschlingt die beiden. What? Okay. Allerdings fällt er danach um und Ruffy und Kid steigen wieder aus ihm heraus. Ruffy hat dabei ein Kind. Oder einen alten Mann. Die Übersetzung ist hier ebenso unklar in seinen Armen. Okay, also wir haben Hippoman. Diese wird natürlich wütend und frisst die beiden dann auf. Okay, meine Hippos haben riesen Mäuler, also kann das schon mal gut sein. Auch wenn ich mir die Szene echt lustig vorstelle. Der fällt dann um? Warum? Einfach so? Oder ist da irgendwie wieder Haki im Spiel? Ruffy und Kid steigen dann wieder aus ihm heraus. Und dann hat Ruffy ein Kid oder einen alten Mann in seinen Armen. Hä? Also ich habe ja auch schon extra geguckt, ob es irgendwie in der japanischen Mythologie eine Geschichte gibt von einem kleinen Jungen oder einem alten Mann und einem Nilpferd, das das aufgefressen hat. Ich konnte nichts finden. Also was es jetzt damit auf sich hat, ist es jetzt dieser alte Mann vielleicht, der dieser Unbekannte aus dieser anderen Zelle oder... Okay, das war ich mal zu bezweifeln. Aber... Hä? Haben die den aus dem Magen rausgezogen oder hat er halt einfach die ganze Zeit im Mund gelebt? Wie groß ist denn dieser Nilpferdwächter? Der muss ja 5 Meter groß sein, damit ein Kind die ganze Zeit drin sein kann oder irgendein alter Mann. Also da bin ich echt mal auf die Spoiler-Picks wirklich gespannt und wer dieses Kind-alter Mann denn eigentlich sein soll. Mehr gibt's leider momentan noch nicht. Es sind auch noch keine Spoiler-Picks erschienen, deswegen kann ich euch auch nichts genaueres sagen, wie das Ganze auszusehen hat. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses kleine Spoiler-Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, Daumen nach oben. Und wenn ihr schon dabei seid und gerne auch mal mit mir oder anderen One Piece-Fans unterhalten möchtet, schaut doch mal auf meinem Discord vorbei. Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Eigentlich sollte der Effekt jetzt sein, dass ich die Kamera aufrisse, aber die Kamera ist so weit weg. Stellt euch einfach vor, es sah cool aus. Es sah mega cool aus. Ja. Ram.